Deine Chance bei Find the Pro. Nimm deine Schuhe mit, ich will dich heute abziehen. Abziehen. Wenn du dich traust, lass uns Mann gegen Mann spielen. Tempo, First Touch, rausdrücken, Antrieb. Vielleicht landest du auch mal bei FC Levanti. Hello, zeig uns dein Niveau, heute ist dein. Boah, mit Sand, Digga. Freunde, neues YouTube-Video. Heute wieder eine Folge Find the Pro. Eine sehr klassische Folge, aber wiederum auch eine Leverkusen-Edition, weil alle Jurymitglieder heute Profifußballer bei Bayern 04 Leverkusen sind. Zwei komplett neue Gäste mit am Start. Jonas kennt ihr schon aus der einen Folge. Wird, glaube ich, eine richtig, richtig coole. Wie gesagt, drei Champions League-Teilnehmer hier mit am Start. Das, glaube ich, sowas hatten wir, glaube ich, auch noch nie dabei. Geiles Wetter nochmal hier. Und ich würde sagen, kommen wir dann deshalb direkt zur Juryvorstellung. Mein Name ist Sia. Ich mache alles so rund um das Thema Fußball. Und neben mir heute eine richtige Leverkusen-Edition. Hello, I'm Angelis Garcia, Leverkusen Player. Nimmt's mir nicht übel? Noch nie von ihm gehört. I'm here with Jonas and Nathan to enjoy today. Hä? Hallo, ich bin Jonas. Ich bin hier mit Alex und Nathan. Ah, doch, doch. Okay, ja, doch, doch, ich weiß. Ja. Von Girona. Ja. Aber der spielt nicht viel, ne? Oder? Anscheinend wohne ich wirklich hinterm Mond. Aber hat der viel gespielt? Am Anfang? Ist halt neu. Oh, ich hab's gar nicht mitbekommen. Krass. Okay, vielleicht deshalb. Crazy. Anscheinend lebe ich wirklich hinterm Mond. Und ich bin hier, um auch den Tag zu enjoyen. Hast schön gesagt, ey. Hast du richtig schön gesagt. Hi, I'm Nathan. I'm here with Jonas and Alex. And today we'll see who is the pro. Let's see. Die Jungs haben es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, ich wird eine lustige Runde. Deshalb kommen wir direkt erstmal zur Spielervorstellung. Digga, also die müssen eigentlich safe erkennen, wer es ist, ne? Servus Männer, mein Name ist Kenan Muslimovic. Ich bin Stürmer und spiele aktuell in der ersten österreichischen Bundesliga beim FK Austria Wien. Und bin Simon. Austria Wien ist immer so eine erste Mannschaft, Bundesliga, muss schon immer, die müssen dann schon echt gut sein, ey. 20 Jahre alt. Eigentlich direkt nein, aber egal. Scheiß drauf, weiter. Moin, ich bin der Edison Matriku, bin 23 Jahre alt, spiele auf der 8er Position und bin momentan beim SV Werder Bremen in der U23. BWX Spam, Bruder, Dankeschön für zwei, vielen, vielen Dank. Hallo Männer, mein Name ist Jungmin und ich bin 20 Jahre alt. Und meine Positionen sind Links- und Rechtsflügel und ich spiele gerade aktuell bei Suwon FC in der ersten südkörnischen Liga. Was soll man mit so einer Verein, Alter? Hi, mein Name ist Matt Kostov, bin 17 Jahre alt, Da sind immer so Calls, die sehr realistisch sind. Mert, U19, Schalke 04. In der Richtung von Leverkusen, da kann man direkt schon denken, ja, realistisch. Ich spiele auf der Position 8er und 10er und spiele bei FC Schalke 04 in der 19. Ja. Könnte sein schon mal. Hi, mein Name ist Ismail Hanafi, ich bin 22 Jahre alt, ich bin Offensiv-Allrounder, spiele aktuell für Bruder. Welcher Profi sagt, ich bin Offensiv-Allrounder? Habe ich auch noch nie gehört, ne? Man weist sich immer einer Position zu. So, Offensiv-Allrounder, sagt das jemand? Ich muss ja Mönchengladbach, bin aber nur ausgeliehen von Alemannia Aachen. Ja, moin, ich bin Jan Rahms, 20 Jahre alt und spiele aktuell für Holstein Kiel U23. Grüß Gott, Erdan Alberak mein Name, ich bin 23 Jahre alt, spiele bei VfL Bochum und auch gleichzeitig bei der U23, die dieses Jahr neu gegründet wurde. Und ich bin Stürmer und Neuner. Hä?
Er hat einfach überlegt, Bruder. Ich spiele bei VfL Bochum und auch gleichzeitig bei der U23, die dieses Jahr neu gegründet wurde. Und ich bin Stürmer und Neuner. Ja, moin zusammen. Herr, warte mal, er hat gar keine... ...gegründet wurde und... er hat gar nicht den Ball hochgehalten oder so. Stürmer und Neuner. Hä, Stürmer und Neuner? Einfach Stürmer und Stürmer. Er hat den Ball nicht hochgehalten, aus irgendeinem Grund. Ja, moin zusammen, ich bin Justin Saumich, 23 Jahre alt, Innenverteidiger und spiele in der zweiten Mannschaft von Hannover 96. Selbstbewusstes Auftreten auf jeden Fall. Okay, hier sind so zwei, drei, die es sein könnten. Freunde, heute habe ich den Ibo erstmal zusammen. Wie zum Nachnamen. Ja, first unumgänglich. Und jetzt geht's weiter im Video. Saumich ist auch ein geiler Nachname. Ja, ja, ich überlege die ganze Zeit, ob das. Damit muss man ja was erreichen mit so einem Namen. Mit so einem Nachnamen. Ja, first impression. Freunde, erster optischer Eindruck. If Alex. Yeah, you can start. Your first impression. To tell them. Yeah. For me, it's only one. Maybe you can tell too. It's your choice. I'm between the last on the right and then the second in the middle left. Also Ismail von Borussia Mönchengladbach und der letzte Erde, ne? Yes. Both guys? Okay. Yes. Why? My feeling. Jonas, was würdest du denn sagen? Ich tendiere auch zwischen Adam. Ist es Adam? Wie Dead York. Ich sage, er ist fatal. Sorry. Ehren Dead York. Ja, der hat auch rasierte Beine. Das machen auch Fußballer teilweise, ne? Oh ja. Rasiert. Obwohl stabil aussieht. Rasierte Beine, der ist... Auch stabile Schuhe. Oder? Ja, ja. Ja, guck mal, der spannt die Muskeln an. It's like you, the muscles. Which one? Von Ehren. No. Er könnte sein... Ja... Aber Ismail könnte es auch sein. Ich bin auch bei Alex. Ich habe dieselbe Wahrnehmung. Ich habe ganz andere Intuition. Gefühle bis jetzt. Nathan, what do you think? Was denkst du? Who is Nathan? The pro? Was denkst du, wer ist der Pro? I think the pro is Eddie. I don't know why. He just gives me... I just feel like he's... Quintox, danke schön für den Prime. Danke, Bruder. He's pro. Artem, danke schön für 6. Was denkt ihr über Hoi Min? Für mich ist das so ein Call. Der sieht auch erste Liga Südkorea. Sieht doch warum sieht er so aus? Malt dafür aus, oder? Ja, yeah, his legs. They are strong. I don't know. Oh, tschüss, er hat gute Beine, Alter. Alter! Aber Adidas und Nike, Adidas Socken und Nike Schuhe, wenn ich richtig sehe, wa? Der Mann ist ready, du hast Bock zu zocken, ne? But maybe ja, was macht er in Deutschland halt, ne? Das ist immer die Frage dann. These legs could be from the gym, you know? Yeah, just for gym. We will see. Erste Übung. Freunde, haben wir so einen kleinen Dribbling-Parcours aufgebaut. Abschluss mit rechts und links. Oh, sehr gut. Dribbling-Parcours, Abschluss mit links und rechts. Da sehe ich immer eigentlich sehr schnell, wer was kann und wer nicht. Und da darf gleich mal Kennern anfangen, ja? Also erster Eindruck bei mir wäre hier Schalke, Hannover, ja eigentlich nur Schalke und Hannover, erstmal so vom ersten Gefühl. Der Livestreamer-Watcher, Dankeschön für 4, mein Bruderherz. PFC wird weggemacht, ja, weiß ich nicht. Kennern, jetzt ist die Aufmerksamkeit bei dir. Alleine, dass er schon so angespannt da wartet und guckt, Bruder, ich glaube, er ist ein absolutes. Wenn du ready bist, darfst du. Haltet mich wieder für verrückt. Macht wieder eure TikToks. Macht wieder eure Bildschirmaufnahme. Aber Bruder, wer Ahnung hat von Fußball, der sieht einfach das eine Mal, dass er reingeht, er sieht, er kann nicht dribbeln. Und du spielst definitiv nicht bei Austria Wien. Ich schwöre, wer Ahnung von Fußball hat, und ich weiß, ihr habt, viele von euch haben Ahnung im Chat, er macht diesen ersten Touch da rein. Und man sieht es sofort, dass er ein absolutes Nein niemals ist. Also Nein niemals, er ist kein Profi.
für diejenigen, die sich immer wundern und sagen, du sitzt da und kritisierst immer jeden. Nee, ich sage nur, er ist kein Profi. Der geht dahin zu Find the Pro. Das Format heißt Find the Pro. Und der ist kein Pro. Er ist ein Nein, niemals. Nein, niemals. Du bist das. Das sieht man im ersten Kontakt. So. Niemals. Bruder, also niemals. Machen wir zwei Durchgänge mit rechts und zwei mit links, ja? Gleich mal die zwei mit rechts, oder? Zwei mit rechts und zwei mit links, ja. Genau. So, to right, to left. Aber macht er gut. Hofmann, ey, ich küsse dein Herz, ich bitte dich, ja. Bergo, was geht, Bruder? Abschluss war nicht schlecht. Good save. Stürmer, ne? Striker, okay. Der hat schon guten Körper. Ja. Clean. Gut. Super Abschluss, aber Bruder, das Dribbling ist fatal. Mit links? Links oder rechts? Digga, bin ich zu kritisch? Nein, Mann, ich glaube, ich bin zu... Kann sein, ich bin zu kritisch? Für mich sah es fatal aus. Für ein Profi. Für ein Profi. Ne? Genau, genau. Mason, vergisst nicht. Wir reden hier davon. Für einen Profi ist das fatal. Austria Wien, erste Liga. Fuß. Rechtsfuß. Die spielen gefühlt alle drei Jahre mal Europa League auch, ne? Vergiss das nicht. Oder Conference. Rechts? Ja. Er hat rechts gesagt, rechts. Bruder, natürlich ist er Rechtsfuß. Oh, ja. Bruder, ach, ich schwöre, ich würde gern wieder Sachen sagen. Alleine wie er da reingeht ins Dribbling-Parcours, sieht man doch, dass er Rechtsfuß ist. Oh, schießt mit links wohl. Oh, ja. Schießt mit links fast besser als mit rechts. Ist okay. Egal, diejenigen, die Fußball-Ahnung haben, die verstehen mich. Die mich nicht verstehen wollen, weil er denkt, was sie wollt, ist mir scheißegal. Ist mir sowas von egal. Eddie. Oh, oh ja. Oh, ja. Ja. Dribbling war gut, aber Abschluss war so. You know, like footballers, they have a walk. He has a walk as well. Okay, Eddie. Gut. Clean. Ein bisschen weit weg, der Abschluss. Hast gesehen, der ist, der hat noch. Auch wild, aber ich finde sogar sein Dings da besser als. Also sein Dribbling ist auf jeden Fall, finde ich, besser als andere. Die Methode? Und den Abschluss. Aber ich muss noch ein, zwei sehen, warte mal. Das finde ich so. Position number 10. Ja. Das ist schon gut, ja. Ja, ist gut, Eddie. Also, er ist es auch nicht. So. Position number 10. Ja. Aber das Dribbling hier ist schon gut, ist schon nicht schlecht. Das ist schon gut, Digga, das ist schon gut. Guter Abschluss gut. Auch, aber er ist es auch niemals. Gut, Eddie. Sehr gut, Eddie. Komm, Eddie, jetzt nochmal mit Tempo. Zack. Clean. Ja. Wirklich gutes Dribbling. Ja. Ja. Ja, war aber gutes Dribbling, ich sag ehrlich. Ja. Okay, Eddie, danke schön. Hoi Min. 100% bist du mein Mann. Clean. Oh ja. I told you, they have quality. I told you guys. Ich sag euch so. Okay, Eddie, danke schön. Hoi Min. 100% bist du mein Mann. Für mich ist das Dribbling. Oh ja. Für mich ist das Dribbling eigentlich fast 10 von 10. Vom Dribbling her. I told you, they have quality. Oh ja. Abschluss auch platziert, gut. I told you guys. Top. Das ist Qualität. I told you. Das ist mein Mann. Ja, nee, denkt nicht auch, ich rede immer nur schlecht und negativ. Nein. Digga, da geht er durch. Top. Also fast 10 von, also eigentlich sogar 10 von 10 Dribbling, finde ich. Oder, Chat? Was sagt ihr? Also, Dribbling war eigentlich 10 von 10. Geht, glaube ich, nicht neue besser. Neue Schuhe an, oder? Was hast du für Schuhe? Der hat die geputzt vorhin. Oh Mann. Oh, Digga, mit Sohle sogar? Boah, Bruder, das machen nicht mal Profis besser. Deshalb reagiert doch dieser Teller so in der Jury so. Der kann es nicht mal besser. Schuhe an, oder? Was hast du für Schuhe? Der hat die geputzt vorhin. Oh Mann. Hey Nathan, it's better than you, eh? Ich schwöre, guck mal, ich sag's gerade. Er sagt, auf einmal Hofmann sagt es. Alter Schwede. 10 von 10.
Abschluss 10 von 10, Dribbling. Boah, das ist die erste 10 von 10, die ich gebe, glaube ich. Ich glaube, Chat, das ist die erste 10 von 10, die ich hier gebe. Oh, Mann. I told you. Das ist mein Mann. Das ist der beste Durchgang, glaube ich, den ich jetzt gesehen habe bei Fight Pro. Schuhe. Bruder, das ist so clean. Alter Schwede. Heftig. Hey Nathan, it's better than you, eh? Heftig. Er ist so sympathisch dabei. Er ist nur am Lächeln, am Grinsen. Wow. Hey, that's not easy, eh? Egal, was er jetzt macht. Wir können Butakumi. Boah, das ist so clean. Super. Digga, sogar mit links guter Abschluss. Super, super, super. Okay, okay, okay. Digga, man, einfach flatter mit links. Ja, Mann. Er ist der Pro. Ey, he's Pro, he's Pro. Er ist anders clean. Er ist anders sauber. Auf Ballführung. Super. Bruder, willst du mich verarschen? Ich habe noch nie so einen Spieler gesehen bei Fight Pro. Ich habe noch nie bei Fight Pro so einen Spieler, also so einen Abschluss und so ein Dribbling sehe ich das erste Mal. Seit, glaube ich, jetzt 2 Jahren Fight Pro habe ich noch nie gesehen. Bruder, wenn er nicht der Pro ist, also dann weiß ich auch nicht. Vielleicht haben wir 2, aber Bruder, also das war das Cleanste, was ich je gesehen habe. Junge, er ist der Pro. Ey, he's Pro, he's Pro. Ich rede von jetzt von Dribbling, Parkour und Schießen. Ja, Spiel müssen wir gucken. Er ist anders clean. Er ist anders sauber. Auf Ballführung. Super. Tschüss. Ich sag, ich hab alles gesehen. Heumin. Auf dich habe ich alles gesetzt vorher. Heumin so wie Son, oder? Mein Name ist Jongmin. Jongmin? Sorry, ich hab dir. Also J-O-N-G, M-I-N. Alles gut, sorry. A copy. Jongmin. Geisteskrank. Jongmin was top, top. Crazy, der war wirklich verrückt. Good job. Bruder, er war geisteskrank. Job. Mert, Schalke. He surprised me. Gerne. Schalke. Auch gut. Hey. War auch so. Auch ne? Gut. Ich glaube, er. Oh, auch gut. Ah. Das, da sieht man direkt Fußballer. Guck mal. Ach, Bruder, ich schwöre, geil. Es macht Spaß heute. Das ist Qualität. Es macht Spaß. Die machen es alle besser als ich, Digga. Easy. Easy. Das ist sauber, das ist gut. Das ist sehr sauber. Ah, Schuss. Abschlüsse okay, Bruder, komm gerade nicht, aber top. Im Boden gehauen. Okay, back play. Ich glaube, wir haben heute 2 Pros. Ist for under 23? Under 19. Under 19, no? Okay. But this is not pro, no? For us, we say under 19 is also just a pro. Weißt du, wir sagen under 19 and erste, first. Ist okay mit links, ist okay mit links. Second and third division in Germany is pro. Oh, macht Spaß heute. Stark. Jetzt. Gut, das ist okay. Er ist nicht schlecht, aber... Ich glaube, jetzt, wir haben bis jetzt, glaube ich, schon 2. The quality is quite good today. Yeah, yeah. The quality, ja, is Mann. Good. This is the guy... I think it's not a pro. Ismail? Ah. Who finished now? No. Ismail, ne? No, Ismail. Ja, richtig. I think he's not a pro. Gut, Teller. Sehe ich genauso. But then I didn't think that with Jongmin and he surprised me. Easy auch okay für dich? Ja, kannst du auch machen. Top, easy. Ich sage euch, dieser Jongmin, die beste Runde, was Dribbling angeht, ich sage sogar besser als damals Imad. Besser, ich finde sogar, von der Ausführung her, besser als Imad. Oder mindestens auf einem Level. Kannst du anfangen? That's easy for him. Auch immer diese zu fragen, kann ich anfangen? Das ist so unseriös irgendwie. No, nickname. Ah. Oh. Man sieht halt diesen Unterschied. Dieser Unterschied, Chat, ist so gewaltig. Dieser Unterschied ist so gewaltig und die Leute fragen jedes Mal oder sind verunsichert und denken sich mal, Bilal, halt deine Fresse und so. Man merkt es einfach. Man merkt es einfach. Das aber nicht jetzt. Oh, das sieht gar nicht clean aus. Das war der Schwächste von allen, ja? Oder? Ich jetzt, ja. No. First one to say no.
Maybe he's nervous, but... Yeah. Okay. Besser, jetzt wird besser. Oh, jetzt macht er es gut, ne? War nicht schlecht, ne? Jetzt da drin. Ja, for me noch. For you noch? Same for me. Ich hab das Gefühl, der nimmt es zu leicht, so. Der macht es zu. Das war nix. Absolutes. Das war nix, ne? No, for me noch. Jan. Aber der, der ist schon. Aber clean ja, für seine Größe, ja, ne? Seine Größe. Oh ja, nochmal ein Tab so. Ja. Gut, Keeper, ey. Wie groß bist du, Jan? 1,95. 1,95. Striker. Striker? Nee. Ich glaube, nein. Also, so Dribbling ist okay, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, für Striker, glaube ich, nein. Guck mal, das ist sehr sauber. Für seine Größe. Oh, nice. Ach, recht auch katastrophal. Linksfuß, ne? Ja. Also oder geht doch aber die richtige Seite. Seine Größe, ne? Die musst du haben erstmal. Ich wollte sagen, ich finde den auch sehr, sehr clean. Aber sein Abschluss mit rechts und schwachen Fuß. Ja, Bruder, ist zu fatal. Ist für mich zu unüberlegt. Mann, ich hab die gleiche so, Kopf. Da Hofmann. Fehlt mir was, um zu sagen, Jonas, dass der. Das macht Mezi Misiani besser. Der Pro sein könnte. Weil der schwache Fuß, da musst du schon auch sehen, dass der schwache Fuß einigermaßen. Aber ich kenne viele gesehen, die haben schwachen Fuß, der ist tot. Aber auch Bundesliga kenne ich Jungs, die haben schwachen Fuß, der ist tot. Wie ist denn zum Beispiel der starke Fuß bei euch, bei Grimaldo zum Beispiel? Sein rechter. Also sein rechter? Sein linker? How is the right feet from Grimaldo? For me, not good. Not good. But. Enough, easy. Yeah, but his left. Nah. Better than everything else. But not. Don't ask him for long pass. Aaron, du darfst gerne. Ich wusste es, ich schwöre, ich wusste es. Ich habe es gefühlt, wisst ihr was? Ich wusste es. Ich wusste es, als ich ihn gesehen habe. Oh ne, das ist Dribbling. No, no. Aaron, du darfst gerne. Oh ne, das ist Dribbling. No, no. Um Gottes Willen. Alex, we both said Aaron is the pro, mate. Yeah. Nein, nein. Oder ich wusste es sowieso, ich hab's ja sofort gemerkt. I'm getting ready to. Eine Schauke. Okay. You want to press the buzzer. Für eine Bonusrunde quasi. Aber er wäre was am Moment, wenn er raus wäre, ja. Okay, Rath, du better. Nein. Egal, was du jetzt sagst, es ist fatal. Bruder, man kann verkacken. Man kann mal daneben schießen. Der Ball kann mal verspringen. Du kannst mal das Hütchen treffen. Aber alleine der Ansatz, wie du reingehst in so ein Parcours. Da siehst du einfach, Bruder, er ist ein absolutes, nein, niemals. Ein absolutes. Das ist, ich sage sogar, das ist nicht mal Kreisliga A. Hart, aber ist so. Okay. Aber nur, wenn wir alle vier pressen. Das war schon ein bisschen wenn besser. Wir alle drei der Meinung sind, er soll. Das war schon ein bisschen besser, aber trotzdem fatal. Macht es jetzt mit rechts gut, aber. Justin Sauermilch. Jetzt bin ich gespannt. Mit dem Namen, wenn du da nichts reißt, ey, dann läuft irgendwas falsch. Gänsehaut. Gerne. Ja, gut. Auch clean. Defender. Sehr, sehr clean. Ja. Okay. Auch guter Durchgang. It's for confidence, you know. Yeah. I think the quality was quite okay. Yeah. Wow, heute wird sehr, sehr schwierig. Auch clean. Okay. Weil er liegt die kurze Ecke. Er schießt nicht jeden lang, er macht überlegt. Sehr gut. Wenn linker jetzt okay ist. Better than the shoot from Eddie. Ja, kann es auch sein, ne? Oh. Wow! Goalkeeper. Okay, Justin. Der Arm ist kaputt. Dribbling ist auch sauber eigentlich. Ich bin clean. Wow.
Oh, super. Oh. Beide gut. Nathan, do you want to start? Also, ihr wisst die Ersten. Ismail und Aaron. My first thing is Ismail. Every time, as soon as I got here, he wanted to laugh with me. I don't think he was serious. Okay. So this is, I would say, not good. But then some of the shoots and the dribbles, they didn't look professional. And with Aaron, hi. I thought at the start maybe you were the pro, but again, I see some things, and I didn't think. So, which player was the best for you, Nathan? Jongmin. I told you. Look at him, he's happy. Jonas, was glaubst du? Ich schließe mich an. Oder es ist ja ganz klasse. Ismail und Aaron. Wir haben mal wirklich gedacht, dass Aaron, der könnte der Pro sein. Der hat sich auch so verhalten, so ein bisschen, wenn man ihn beim Dehnen und so zugeguckt hat. Gänsehaut. Uns passt auch so irgendwie, ne? Der hat schon Statur, Socken passen, Schuhe passen. Ja. Red weiter, was passt nicht? Fußballerisch. Und Ismail. Das wird sich aussprechen, ne? Schwachen. Das muss ich wieder machen. Fuß zu schwach. Und ein Pro, der hat eigentlich auch den schwachen Fuß einigermaßen gut. Ja. Und der Beste war für mich auch Jongmin. Chapeau. Gut. Ja, Alex. For me, now your turn. I go also for Ismail and Kenan. Ooh. The first one. And I will only say about the skills. I think for first division in Austria, I think it's not enough. And this is what I think. Michel, I see the exercise, and I don't feel that they are professional. And the best player for you? Right I now? Would say John Min, but I also like it, the center back. Justin. Yes, the last one. Wow, good. He did it really good. Ihr habt doch mal bei der U23 Hannover einen Stürmer gehabt, der so viele Tore gemacht hat. Lars Gindorf. Ja, stimmt. Ja. Boah, der kam schnell, der kam rausgeschossen gerade. Ne? Ich hab Aaron und Ismail, ich glaube, so wie drei anderes haben. Aaron, für mich haben die Jungs auch. Digga, maybe ist Premiere drei Profis einfach? Ich glaube, heute werde ich falsch liegen, weil es sind zu viele gute Spieler dabei. Ich glaube, heute werde ich falsch liegen. Super gesagt, hat es nicht gereicht. Und Ismail sieht für mich aber auch aus wie ein starker Fußballer, so rein optisch. Ich weiß nicht, ob der gerade einfach vielleicht nur, es ist ja auch wenig, ne? Man sieht wenig, aber vielleicht kann man auch nur ein bisschen Kacke am Fuß gehabt haben in dem Moment. Aber es sah beim Dribbling her, fand ich nicht clean genug. Die Qualität bei den anderen ist gut. Jongmin war schon sehr, sehr gut. Und deshalb für mich die Entscheidung so. Der ist sauer, der ist sauer. Nein, alles gut. Wir könnten noch ein Wasser drücken, wenn ihr wollt, für ihn. Ich und Ismail in 1 gegen 1. Ich schwöre, ich find's langsam frech, wisst ihr, wa? Ich schwöre, ich find's frech. Ich schwöre, Bruder Emre, nimm's, also du wirst bestimmt leider diesen Ausschnitt jetzt sehen. Du wirst vielleicht diese Reaction sehen oder irgendein Kollege wird es dir zuschicken. Bruder, ich mein's ernst. Es ist nicht gegen dich persönlich. Ich schwöre, bei Gott. Es ist nicht persönlich gegen dich. Aber Bruder, du hast mit Fußball wenig am Hut. Ja, nee, wenn die Leistung so wenig stimmt, aus Selbstcharm, aus Selbstdings, da würde ich doch gar nicht nochmal nach einem 1 gegen 1 fragen. Aber du wirst es sowieso jetzt falsch verstehen. Ich hoffe, du nimmst es dir nicht zu Herzen, was ich sage. Ja, nee, wer bin ich auch, dass ich hier sitze? Und meine Meinung kann ja auch absoluter Quatsch sein. Ah, Bruder, das ist absoluter Quatsch, sorry. I want to see it. Yeah, I want. Yeah, okay. I want. Ja, wenn die Jury das sehen will, dann kriegt ihr nochmal einen. Dann könnt ihr euch nochmal vielleicht beweisen. Dann mal viel Spaß. Egal. Kämpft um den Buzzer. Es geht, die anderen sind weiter, es geht jetzt nur noch um den Buzzer. Dann gerne, ja. From the post as well. Okay, guter Ball. Ball war gut. Mach mal weiter. Flip, flap. Foul. Ja.
Aber der macht es nicht schlechter offensiv, ne? Oh, be careful now. Schön. Ja, ich schwöre, der Offensive hat es wirklich nicht schlecht gemacht, ne? Und Bergo, danke schön für den Verschenken, mein Bruder. Ismail, hey. Der Offensive hat es echt nicht schlecht gemacht. Das hat er nicht schlecht gemacht? Hat er wirklich, er war die ganze Zeit noch, obwohl er so Eren gut dran war. Das hat mir schon gereicht, wollte ja, ich gerade sagen. Ja, das reicht. Aber Ismail war gut. Ismail war gut, ja. Auch schnell, so wie er am Anfang so gedribbelt hat. War. Ja, aber trotzdem kein Pro. He surprised me. Also geht's, glaube ich, nur noch um Ismail gerade, ne? Ja, ich glaube. Das war nichts von Eren. Eren für mich safe raus. Jetzt die Frage, was machen wir mit Ismail? Sollen wir ihn noch einmal offensiv sehen? Ismail, du hast die Jury überzeugt, dir eine weitere Chance einzuräumen in der nächsten Runde. Herzlichen Glückwunsch. Hier unser Eren, für einfach einfach Eren fragt für Buzzer. Einfach der andere kriegt. Was haben wir? Ich ist aber hier. Digga, geisteskrank. Endstation, ja, trotzdem gut Gänsehaut gemacht. Und dann danke fürs Mitmachen, ja? Alles klar, danke schön. Meine eigene Leistung, also mit dem schwachen Fuß, war halt Quatsch natürlich. Mann, wie du ins Dribbling reingegangen bist. Das sah ein bisschen komisch aus so. Das sieht man auch auf dem Video. Und rechts war eigentlich alles super. Also ich habe auf jeden Fall besser geschossen als manche andere hier mit ihren stärkeren Füßen. Darum geht es doch gar nicht. Das ist gar nicht. Alleine, dass er so antwortet, zeigt eigentlich, dass darum geht es gar nicht. Egal. Die Entscheidung von der Jury respektiere ich, aber bin halt selber nicht damit zufrieden. Five shot, first penalty, okay. Then after that we go one on one against the keeper. Free kick on the left side. Free kick on the right side and the last ball is two touch. Goalkeeper throw the ball, okay. One contact and shoot. Like he has a five type action. Kenan, wenn du ready bist, five. Bruder, er ist so raus. Five Shot Challenge, jetzt sind wir gespannt. Egal was er macht. Kannst gerne starten. Easy. Egal was er macht, er ist raus. Keeper. Kein Foul, ne? I go with you, said it's not enough for first division in Austria. No. Oh, gut gehalten. Catching. He has to go with the left foot. Yeah. Okay. Bevella. Oh, nice. Oh, mit links stark, guter Schuss mit links. Nice. Keeper super. Linker Schuss gut. Super. Now touch. Boom. Warte. Ja, auch Ausarbeit, ne? Okay. Ah, schwer, aber ich gebe das, was Alex sagt, es reicht nicht für erste Liga Österreich, weißt du, das ist schon. It's not enough for first division Austria. Edison. Erst 1 gegen 1, Eddie. This was the guy I said is the pro as well. I'm having doubts as well. You think, yes? I said he was the pro, but now. Nein. Er hat Elfmeter verkackt und der ist vom Kopf her. So, I'm having doubts as well. You think, yes? I said he was the pro, but now. Nein. Er hat Elfmeter verkackt und der ist vom Kopf her so ein bisschen raus. Kurze Ecke. Ey! Oh, guter Schuss aber. Oh, ey, ja. Ey, ey. Guter Schuss. Ey. Wenn er den mit links jetzt auch noch schön reinknallt. Gut. Oh, auch stark. Also er ist es nicht, aber trotzdem links wie rechts, super. Ja. Ich bin ehrlich, ich bin immer fair und ehrlich. Gut. Wie ich wirklich fühle. Ist gut. Guter Schuss mit links, guter Schuss mit rechts. Touch fatal. Nice. Oh. Ja, also er ist es nicht, aber links, rechts war gut. Torwart. Jongmin, ich freue mich wieder. I want to see you. Bruder, ich will einfach nur Disziplin jetzt sehen von ihm. Vier Tore. Machst du vier? Versuche ich mal. Hoffentlich.
Warum spricht er aber Deutsch? Ja. Ah, kann ja sein, dass er in Deutschland ausgebildet worden ist und dann... Ah, oder er hat extra für heute Deutsch gelernt. Stell mal vor. Ich bin jetzt auch sehr, sehr gespannt, ne? Er kann zum besten Spieler in der Geschichte werden von Find the Pro. Ach, Kurs. Okay, gerne. Oh, yes. Clean, ganz entspannt. Ja, ist super. Super, ehrlich. Das sind so Kleinigkeiten, die ihr schon sofort seht. Ja, ja. He has the... Tempo. Ja, ich was ist mit dem? Der ist so... Der ist technisch sauber, macht keine Harakats und macht die Dinger einfach rein. Ich fand ihn auch ein bisschen hektisch. Der macht alle vier. Der macht vier Dinger rein. Okay, dann brauchen wir mal Zeit, dass er einen verkackt. Gute Schüsse mit links und rechts, aber trotzdem. Ja. Okay, he's winger. I like him. Touch, ganz wichtig jetzt. Oh, you see, he look, check over his shoulder as well first. Oh. Trotzdem gut. Aber auf jeden Fall weiter. Hast du gerade die Annahme mit links gesehen? Ich habe jetzt nicht komplett drauf geachtet. Ah, ich fand irgendwie gerade so, was hat er mit seinem Fuß da gemacht? Was hat er da für Schuhe an? Ja, das beobachtet das Puma, oder? Mert. Superfly, Dankeschön für den Prime. Schalke. Mert. I take. No. So happy. Schalke. Ich glaube irgendwie Mert ist es ja. Oh! Oh yeah. Can be street football, no? Yeah. Three now, out. Three out, yeah. Okay. Ah, oh. Ist egal. Abgerutscht. Weiter, Mert, komm. Abgerutscht, ich schwöre, das ist abgerutscht. Das passiert jedem mal. Kaboom, Dankeschön für vier, Bruder. Passiert Nathan auch immer. No, ist so, es passiert. Dankeschön. Antwort. Sehr gut. Macht er gut. Ist gut. Ja, ist okay. Touch ist für mich ganz wichtig. Manketsu, Dankeschön für zwei, mein Bruder. Okay, one more. Okay. Nee, schwer. Nein. Ismail. Oh, Alter, es wird nicht leicht heute, ey. Der Totgeglaubte. Aber er hat Abläufe, so sieht's aus. Jetzt muss er aber wirklich überzeugen. Jetzt muss er. Sollen wir den mal Druck machen? Mach mal. Ismail! Du hast Druck, mindestens drei Tore. Er lässt sich keinen Druck machen. Aber da muss auch was kommen, der Gladbach 2 ist Regionalliga West, ja. Alemannia Aachen, dritte ja. Bundesliga. Da erwarte ich schon ein bisschen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, macht er gut. Er ist sehr, sehr gelassen. Ja. Macht er auch eiskalt? 2 von 2. Drei von drei, super. Nix und aber mal nichts zu diskutieren. Wow. Gut. 3 von 3, ne? See you, mein Bruder. 3 von 3. Liebe Grüße. Ich bin froh, dass wir ihn erstmal weitergelassen haben. Ich schwör's dir. Der macht's gut gerade. Das wäre so typisch, wenn der jetzt 5 aus 5 macht. Ja, und dann stehen wir da und denken uns, ach. Ah! Oder für links vollkommen in Ordnung. Sein Link hat dir gerade schon nicht gefallen. Sein Touch ist ganz wichtig. Boah, ganz maybe entspannt. Similar. Yo, bleib. Okay, nope. Aber Touch war gut eigentlich. Problem. Ah. Schwer. Er ist jetzt wieder auch so stark angefangen, ähnlich wie Jung Min. Ja. Ja, Jan, wenn du ready bist, darfst du. Ja. Ah. Nein. Stürmer, wie macht das? Oh. Nee, ist raus. Nein. Ja. Ich gehe mit. Das hat mir schon gereicht, die zwei. I don't like it. No. Und aber wie er sich hinstellt. Gut. No. Den hat er gut gemacht. No. Den macht er gut. Aber er stellt sich wie so ein Pro hin, ne?
Aber zu wenig. Ja, das, also ich weiß, was du meinst, das sieht schon professionell aus, so, aber... Kommt zu wenig bei rum für die Show. Ja. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Das ist wirklich... Das ist wirklich zu wenig. Der letzte, Justin. Ja. Okay, Sauermilch. Okay, he's professional. Justin Sauermilch. He opens the space. Yes. Oh. Close the hips. Sehr, ja. Sehr gut. Ja. Hat einen gechillten Laufstil. So, mich juckt gar nichts. Irgendwas stört mich an ihm, aber ich weiß nicht was. Also er macht's gut, ohne Frage. Oh, starker. Irgendwas stört mich. Gut gehalten. Gut gehalten. Ui, ja. Center back and left foot. Nee, Digga. Nee. Also ich bin immer noch hängen geblieben bei Yongming und bei Schalke. Okay. So, Freunde, durch den Buzzer müssen wir jetzt einen mehr rauswählen. Gerade hat Nathan angefangen. Jetzt darf Jonas mal gleich anfangen, umzudrehen. Welche drei Kandidaten raus sind? Ich habe Jan, Kenan und Mert. Was? Mert? Krass. Mert hätte ich nicht gemacht. Bei Mert war eben noch, wo wir gerettet haben, ne? Ja, nee, das war Ismail. Ah, nee, sorry, ja. Nee, Ismail hat sich gemacht. Sorry. Krass, ich würde lieber Kenan drin lassen und Ismail trotzdem raus, weil Gladbach sehe ich bei ihm nicht. Ups. Ich persönlich. Und Jan war einfach zu wenig. So, bei den Torschützen sieht man schon so ein bisschen, wie ist die Technik. Wie ist das 1 gegen 1 und da habe ich vom Gefühl her einfach, hab nicht gereicht. Der Beste für dich? Ismail war gut, ja. Aber für mich persönlich reicht es da nicht für Gladbach, aber er hat es gut gemacht, ja. Vielleicht? Ich muss sagen, in der Runde war so der Beste. Ich habe eigentlich auf Yongmin gehofft, aber... Der hat stark angefangen. Der hat stark angefangen, aber dann nachgelassen. Ich habe jetzt gar keinen Besten, muss ich sagen. Ist keiner herausgestochen. I go as well with Jan, Kenan and Justin. Lo siento, I'm sorry. The first two, Jan and Kenan, I don't see enough quality for professional. And Justin, okay, he's center back, but the shooting, you can see something and I don't feel it. Genau, Georgi. And the best for you? Edison? Mm-hmm. Edison, I like it. Für mich raus, ich hab's tatsächlich wie Jonas, Jan, Kenan und... Boah, ich würde Mert nicht rausnehmen, keine Ahnung warum. Mert Tunis, danke schön für dein Sub. Kuss. Mert, da hat's mir auch nicht gereicht. Bruder, mein Gefühl ist, dass Schalke und Yongming... Das war zu wenig. Keine Ahnung, ist mein Gefühl. Wobei ich sage, Mert war am glaubwürdigsten von den dreien. Aber dafür waren die anderen halt für mich besser, einfach in dem, was sie gemacht haben. Justin hat sich für mich einfach nur gerettet, weil er die erste Runde halt sehr gut war. Also ja. Die erste Runde davor hat er gut gemacht. Deshalb Justin für mich eine Runde weiter. For me, it's the same. I said Mert, Keenan and Jan. I think for the... Das ist richtig scheiße jetzt, weil, Alter, wenn ich jetzt ihn nicht mehr sehe danach, beim 1 gegen 1, das ist sehr, sehr schwierig jetzt. Das ist sehr, sehr schwierig jetzt. For the first two, I think for the quality for professional, like it's not, for the standard of the clubs you're at, it's not as good. And I think Jan, which one is Jan? Again. Ich schwöre, wir müssen auf den Koreaner jetzt richtig hoffen. First, you said you're a striker? Yeah, striker. Yeah. Kiel. You didn't look like confident in front of the goal. So. Nicht nur nicht confident, er sieht doch einfach so aus, als ob er mit seinem eigenen Körper nicht so richtig klarkommt. Versteht ihr, was ich meine? So als ob er sich unwohl fühlt
in seinem Körper. Aber dann würde ich sagen, danke, weil wir haben uns die Mehrzahl sehr für Jan kennen, Mert. Dann danke fürs trotzdem fürs Mitmachen, ihr drei. Sagt man so unbeholfen? Ja, so meine Leistung fand ich nicht gut. Das kann ich eigentlich auf jeden Fall besser. Elfmeter muss rein, 1 gegen 1 auch. Ich find, was denn, Mason? Warum lachst du? Er lacht einfach. Da holt man sich das Selbstbewusstsein, um dann die nächsten zwei reinzumachen. Hat bei mir leider nicht geklappt. Und die Entscheidung der Jury ist gerechtfertigt. Also heutige Leistung von mir war nicht in Ordnung. Digga, bitte mal gucken, was er jetzt sagt. Das ist jetzt so wichtig, was er jetzt sagt. Also hat nicht gereicht leider. Und die Meinung von Jury stimmt. Also ich habe da nichts zu sagen. Oh, Bruder, hättest du einfach gar nicht geredet, wäre besser gewesen. Bruder, aber sein Dribbling war zu gut in der ersten Runde, ja? Jonas, Dankeschön für den Prime. Oder macht das extra vielleicht? Also heutige Leistung von mir war nicht in Ordnung, also hat nicht gereicht leider. Bruder, aber er sieht auch noch ein bisschen aus so wie ein Milchbubi. Mit dieser leichten Schnurrbart. Und die Meinung von Jury stimmt. Also ich habe da nichts zu sagen. Nichts zu sagen? Ja, meine eigene Leistung heute bin ich nicht zufrieden. Ne? Aber ja, so, solche Tage gibt es halt. Scheiße. Und die Entscheidung der Jury, ja, nimmt man an, die Kritik. Und, aber da kam irgendwie nichts. Da hat man einfach nur gesagt, sehen Sie nichts Professionelles, ist deren Meinung, nimmt man hin. Aber ja, passt. Eddie, Nathan würde gerne wissen, was so ein normaler Tag von so einem Profifußballer, wie der so aussieht. Ganz normal, ich stehe morgens auf. Oh, diese Frage ist fies, ja. Ich schwöre es euch, diese Frage ist fies. 8:30 so, 8:30, 8:45. Mann, du brauchst nicht genau die Zeit sagen. Geh frühstücken und dann sind wir morgens immer, erste Einheit ist im Fitnessraum. Und dann trainieren wir zweite Einheit um 14 Uhr, immer so 13:30, 14 Uhr. Und dann normal. Nicht 13:30, 14 Uhr, ist immer eine feste Zeit. Meine Jungs, ein bisschen Playstation spielen, ein bisschen chillen, nichts Besonderes. Okay, gut. Like you, bro, the same. So, Freunde, nächste Challenge, 2 gegen 2 Duelle. Wenn sie zu detailliert werden, ist immer gelogen. Bruder, wie sah dann bei mir aus, ja? Wir hatten montags meistens immer frei, dann hatten wir dienstags 10 Uhr Training, dann haben wir aber vorher immer mit der Mannschaft gefrühstückt. Das war so um 8:45 Uhr so, 8:30 Uhr, 8:45 Uhr. Dann hatten wir die erste Einheit gehabt, wirklich auch im Kraftraum, das stimmt schon. Und dann Mittagspause und dann um 14 Uhr dann zweite Training. Aber 13:30 Uhr, 14 Uhr ist ein bisschen, warum sagt man so zwei Zeiten mäßig? Jongmin und Ismail gegen Edison und Justin. Jetzt wird's ernst. Ready? Dann gerne, jetzt bin ich gespannt. Guter Ball. Guter Ball, ja? Digga, Jongmin. Boah, Digga. Der eine hinterläuft. Digga. Bruder, der eine hinterläuft und der geht trotzdem noch auf die Seite. Absolute Fehlkommunikation. Defender. Mach weiter. Was macht der da? Das ist nicht schlimm, das passiert. Nochmal? Ja, gerne, Eddie. Oh ja. Schöne mal Bälle. Oder er ist es trotzdem nicht. Abseits. Ja, bodenloses 2 gegen 2. Bodenloses 2 gegen 2. Digga. 5 ist raus. Number 5 is out. Wer ist raus? He is not the professional. Justin. No, but also Jongmin. Ja, ja. Gut, Eddie. Der hat 3 super Bälle. Bruder, er nimmt einfach mit beiden Schienbeinen schon, mit beiden Schienbeinen an. Er nimmt einfach mit... Gut, Eddie. Mit beiden Schienbeinen.
Digga. Musst du auch erstmal hinbekommen, den Ball so mit beiden Schienbeinen anzunehmen. Das ist geisteskrank. Habe ich ja noch nie gesehen. Einfach Touch mit beiden Schienbeinen. Der hat drei super Bälle jetzt gespielt. Auch. Scheiße. Ja, gut verteidigt, aber nee. Digga, ich sage, das war ein absolut, also das war ein absoluter Fehler mit Schalke. Ich sag, Schalke ist es. Digga, sein Dribbling in der ersten Runde war einfach zu mächtig. Letzter und dann tauscht ihr, ja? Eddie blüht immer mehr auf. Eddie ist Pro. Ja, das ist... Bruder, auch jung, überzeugt auch gar nicht, ne? Ja, was sagt Youngmin? So zu Ismail? Nee, hat man noch nicht so viel gesehen jetzt. Bei ihm habe ich halt diesen dritte Liga oder so, weißt du? Und bei der ist ja auch nicht durchsetzungsstark irgendwo. Da bleibt er auch ein bisschen. Ich sehe ihn auch gar nicht mehr als Profi. Körperlich so. Ja, der bleibt ja bei Justin auch schon hängen. Und Justin verteidigt es relativ steif. Nee. So, er redet. Nein, Justin. Digga, geisteskrank. Eddie ist der Pro. Ja. Gänsehaut, Jungs. Ey, Alter, manchmal denke ich mir, ist es schwieriger hier von zu Hause zu gucken, leichter zu gucken, als da einer in der Jury? Ja? Ja. Wie kommen die denn auf Eddie, Bruder? Eddie ist der Pro. Guter Ball. Digga, aber gute englische Bälle, muss ich sagen. Nimm ihn dir. Ja, oder überleg mal. Auch der Abschluss war wieder gut. Oh, gut. Ey, ich schwöre, ich raste gleich aus. Also Jong auch verteidigt bodenlos. Gut, aber von Eddie nochmal. No, how many out? One player out. Yes. Überleg mal, die sagen einfach... Bruder, die sagen zu ihm, er ist der Pro. Ah, ist so eigensinnig. Aber last one. Gut, Eddie. In die Mitte gezogen. Oh, schieß direkt. So, Freunde, müssen einen rauswählen, den wir jetzt aufschreiben. Ich bin sehr verwirrt. Nacheinander umdrehen. Ich bin sehr verwirrt gerade. Ich fange mal an. Für mich, auch wenn er ein Tor gemacht hat, wäre Justin raus. Justin, weil ich einfach ein bisschen... Digga, ich bin so gespannt, was die anderen danach hier sagen, die nicht Subs bei mir sind. Ich mehr erwartet habe in der Verteidigungshaltung und für mich der Beste hier in der Runde. Merk, Bro, du sagst, geil, weil man nicht weiß. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es Schalke ist. Sehr sicher. Sehr sicher. Das hatte absolut Hand und Fuß. Ich weiß nicht, warum die ihn rausgemacht haben. Eddie, der blüht immer mehr auf, hat es richtig gut gemacht. Ja, was hast du denn erwartet dir? Nur mal so als Frage. Ich habe erwartet, ich fand, du hast es nicht gut verteidigt. Ich habe auch erwartet, dass du auch lautstark bist, ne? Gerade so als Innenverteidiger. Gerlinho, ich sag auch, 5 Subs, wenn Schalke ist, wenn ich richtig rate. Ah, komm, mein Bruder, danke schön für den Sub. Du weißt genau, du hast jetzt nebenan einen Offensivspieler oder so neben dir. Eddie ist ja auch Offensivspieler, dass du ihn so ein bisschen führst, dirigierst, so. Das hätte ich so ein bisschen erwartet. Da war defensiv zu wenig. Die beiden haben es offensiv auch nicht gerade krass gemacht. Hätten sie es sehr, sehr gut ausgespielt, wäre es sehr einfach gewesen, Tore zu... Ich weiß nicht mal, warum die ihn rausgewählt haben. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Fatale Entscheidung, meiner Meinung nach. Ich hätte nach den ersten zwei Durchgängen, hätte ich gedacht oder gesagt, trotzdem dieser Youngmin und Schalke. Jetzt tendiere ich sogar zu nur noch Schalke. Der Rest ist ja fatal. Zu machen. Das hätte ich mir ein bisschen gewünscht. Hast aber dein Tor gemacht mit links. Hast deine Qualitäten auch gezeigt. Das ist ohne Frage. Aber hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht dann als Innenverteidiger. Alles klar. I go one more time for Isma now. I'm sorry, but as I said before, these two against two make me the easy decision. So. Digga, diese Folge hat geisteskrank angefangen, aber unfassbar nachgelassen. I go direct for Isma. And the best, maybe, player for you at this moment? For the moment, Edison, like I said before. Edison. Yeah. Gänsehaut.
Wisst ihr, was die Sache ist, was das Problem ist? Wenn die dann jemanden rausgeworfen haben, der vielleicht danach überzeugt hätte, die müssen sich auf einen fokussieren und sagen, okay, der ist der Beste. Versteht ihr? Weil es gibt gar keinen Guten mehr drin, deshalb die müssen einen wählen. Und deshalb sagen die einfach diesen Edison. Jonas? Justin, zu welchen Verteidigern guckst du auf so? Wo guckst du dir was ab? Ramos. Ramos und Hummels. Warum? Hummels finde ich einfach geil. Gerade jetzt auch mit seinem Außenriss, Pässen und so. Und wie er verteidigt, sein Stellungsspiel. Und Ramos, bei Ramos. Ramos, because he's Ramos, is not the answer. Wieso hast du das gefragt? Ja, weil ich mir sehr unschlüssig bin. Ich habe erstmal Isma aufgeschrieben, aber ich bin mir zwischen Isma und Justin gerade nicht sicher. Und ich will irgendwas rauskitzeln noch, wo vielleicht die Entscheidung einfacher macht. Aber du hast Ismail. Aber ich gehe mit Ismail, ja. Also Ismail, wir hatten ja vorhin schon gedacht. Lurix, ist wirklich so wahr, danke für zwei. Ist wirklich so. Dennis und Ermedin waren echt gut gewesen. Ich dachte, dass er eigentlich nicht der Pro ist. Und es wurde auch besser, haben wir jetzt auch alle gesagt. Es wurde besser, aber noch nichts. Also es war jetzt nicht so viel besser, dass ich sage, du bist unter meinen Top 3. Nathan. I said Justin is should be out because I think you say you're a defender, but I was looking at your like body position and it didn't look like you were showing him one way or directing him or communicating or talking. So for me as a defender, I think this is important and I didn't see you do this. So okay, dann haben wir wieder Stechen. Das heißt, ihr beiden seid vorne weiter und wir sehen auch jeweils ein 1 gegen 1 Duell Stechen, ja? Now he's watched the position. Doesn't get up quick, close the space. Now he has good position, but it's still too much. Good arms, good arms. Mach noch mal bitte ein und dann tauscht ihr, ja? Ask, when they come back, ask Isma, who he looks, who he like, wants to play like as well. Ooh! What a save. No. Ja. Okay. Wollt ihr jetzt noch mal anderes rum sehen oder ist enough? It's enough or? The defender, so I think it's. Okay, das reicht schon, ja? Fertig. Wo trägt die zweite Mannschaft in Gladbach seine Heimspiele aus? Grenzlandstadion. Die Jungs sind vorbereitet. Mit Fragen kriegst du sie nicht mehr. Nicht mehr? Also normalerweise wissen die Jungs mittlerweile alles. Das ist jetzt nicht mehr wie den ersten Folgen, wo die so ein bisschen... Ja, da kommt man schon manchmal was raus. Frag ihn nach dem Trainer, zweite Mannschaft Gladbach. Weiß Eugen Polanski. Ist richtig sogar, ne? Eugen Polanski ist der Trainer. Ist richtig, ja. Wer ist auf deiner Position in der ersten Mannschaft bei Gladbach? Hack. Ja, ich spiele halt offensiv, deswegen zähle ich jetzt erstmal so alle auf. Okay. Dann haben wir Kleindienst, dann wenn man über rechts, ein Gumu. Neuhaus spielt auch gerne mal offensiv. Dann haben wir noch Stöger, Kevin Stöger. Wie ist Tabelle gerade, zweite Liga, zweite Mannschaft? Wie steht ihr da? Wir sind Fünfter. Ja, ich weiß, Neuhaus ist doch auch, wird gerade hier getuschelt. Neuhaus ist doch meistens Sechser, wie kommst du drauf? Weil im Training macht er auch manchmal den offensiven Part. Hast du mal bei den Profis mittrainiert? Echt? Mhm. Mehrfach oder? Ein paar Mal, sage ich einfach mal. He said he trained with the first team. He trained? Ja, yeah, with Gladbach first team. Wo machen die sich warm? Die erste Mannschaft? Das ist der Fitnesscenter da ganz am Anfang. Im Fitnesscenter oder? Also Aktivierung ist da und danach gehen wir rüber. Rechts neben den Profiplätzen, diese drei Plätze, ist nochmal so ein kleiner Athletikfläche. Die studieren auch das Gelände, ne? Die wissen alles. Okay, das weiß ich jetzt nicht, ob die. Der muss irgendwas mit Glatt. Never ever. Fach zu tun haben auf jeden Fall. Also das ist jetzt. Ich bin aber nur ausgeliehen von Alemannia Aachen, die können mich auch da ausfragen. Alemannia Aachen, wer ist denn da technisch? Warum leiht Alemannia Aachen? Also, hä? Technischer Leiter oder Sportleiter? Erdal Celik. Ja, okay, Erdal. Ist am Stadion irgendwie irgendwas Besonderes drumherum so? Direkt im Stadion? Am Borussia Park? Nee, in Aachen. Also da ist. Was gibt's alles im Stadion, wo man einfach hin kann? Da gibt's so Läden zum Essen. Da hast du VIP. Fanshop, ja, das Übliche halt. Oder bis auf. Gibt es auch was, wo man den ganzen Tag einfach oder auch abends hingehen kann, reingehen kann?
Also du hast ja das komplette, für Spieler ist das komplette Stadion immer 24/7 offen. Was meinst du? Im Stadion gibt es doch ein Casino. Oh, im Stadion gibt es anscheinend ein Casino. Ach so, ja, das Merkur. Warte! Das Merkur Spielcasino, das ist direkt da. Hier ist der Haupteingang, direkt daneben ist auch das Casino. Ja, ich habe doch nichts mit Casino zu tun. Guter Junge, aber war das der Point? Ja, ich auch nicht, aber. Ja, das habe ich, daran habe ich jetzt nicht dran gedacht. Da, du hast auch so einen Balkon, wo du das Stadion von innen sehen kannst. So einen Raucherbalkon. Vom Casino? Ja. Also warst du doch schon mal da. Du siehst es ja direkt daneben. Ich sag dir, ich lass ihn weiter, der weiß zu viel. Bruder, nein, Mann, er ist es niemals. Ja. Der weiß zu viel. Aber unabhängig davon, also ich treffe mal meine Entscheidung, für mich wärst du rein fußballerisch auch weiter. Nichts gegen dich, Justin, aber ich bleib dabei. Ich bleib bei meiner Entscheidung, für mich ist Ismail eine Runde weiter. I go for Ismail. Ja? Yeah? Ja. The question, wait, was he answering the questions correct? Yeah. I think Justin, still. But bro, both. Ich gehe... Both, bravo, danke schön. Ich gehe mit Isma auch. Knapp, aber ich gehe mit Isma. Nathan, last one. You go with Justin. Aber wir haben 3-1. Justin, trotzdem danke fürs Mitmachen, ja? Ja, danke, Justin. Er weiß zu viel. Also die bereiten sich gut vor, aber Ismail knows everything. Ja, ich bin bis ins Finale gekommen. Also ich kann, glaube ich, zufrieden sein. Mein Gegenspieler Isma, technisch versiert, klein, eklig. Ja, hat ein gutes 1-gegen-1-Duell und ja. So, Freunde, Halbfinale. Jetzt gehen wir nochmal einen Flankenabschluss-Challenge. Das heißt, die Bälle werden rausgespielt, reingebracht zu dritt und dann haben wir da ein bisschen Action dabei. Gerne. Nein, wie oft noch? Guter Ball. Boah, Eddie, super. Scheiß Ball. Aber Eddie, oh, gut. Wollte den lang reinlegen. Ja. Der wollte den lang reinlegen. Guck mal, wie die rennen. Eddie, gerne. Bruder, wie viel Pässe willst du machen? Warum kriegt er die Bälle immer wieder so perfekt dahingelegt? Ja, ja. Das ist ja auch ein Unterschied. Aber die Annahme war gut. Die Bälle sind nicht gut. Ismail, einmal noch, dann tauscht ihr. Guck dir das mal an, super. Auch die Technik. Also sorry, Bruder, das ist, die müssen auch ankommen, ja. Und Lauf auf den ersten. Oh! No, I'm okay. It happens. I don't think Jungmin is first. The second. Like, I want to. No, but he has to be in the final. Okay. Was? Na, was war denn das? Aber guck mal, der ist richtig schnell, ey. Der ist richtig. Jetzt hat er richtig Kacke am Fuß. Der denkt sich gerade so, scheiße, Alter. Der denkt sich jetzt, was war das aber auch für eine Reingabe? Schwache? Am Ende schwache Folge, aber interessant. Nein, guck mal, nein, hör mir auf, ey. Das kann nicht sein. Der hat jetzt 3 Bälle gespielt, super Flanke. Und alle 3 waren so, so flach da raus. Hä? Was meinst du? Alle 3 Bälle vom Jungmin waren so flach da raus. Und so eklig, Technik, meinst du? Ja, das war einfach... Aber er hat schon Dynamik und Power, ne? Aber rein am saubersten ist Eddie, ganz klar. Yeah, yeah. Eddie, aber einfach immer noch Eddie ist es, ne? Wenn ich jetzt da sitzen würde, okay? Und egal, Chat, egal aus was für ein Grund diese Konstellation jetzt im Finale ist, es ist jetzt gerade diese Konstellation im Finale, dann würde ich, wenn ich da sitzen würde, würde ich sagen, für mich ist keiner hier Profi. Du musst nicht unbedingt sagen, ja, okay, weil die anderen jetzt draußen sind, der ist es. Nein. Alter. Nein. The pause and the control. Er trifft fast das Hütchen. Same pass. Okay, we go for... Thank you. Jungmin out, oder? Ja. Ich schwöre es dir, ja. Musst du sogar machen. Ey, der Isma, den wollten wir rauswählen im ersten Durchgang. We wanted Isma
Aber Ismail hat gerade einen überragenden Ball gespielt. Ja, ja. Das ist schon super. Und die Technik war eine andere als bei Jungmin gerade. I'm after this thing, because my friends play like this. You think they're good? They're not good. Super. Ah, ein bisschen steil, aber kommt noch super. Oh, gute Annahme. Schön. Ey, Eddie, Eddie macht die gut weg. Ja. Eddie ist nicht mal schlecht, aber in keinen Fall ist er Profi. Schöne Bälle. Oh, sie. Super. Jawohl, Eddie, Junge. Lässt er sich nicht nehmen. So, Freunde, wir hören uns kurz die Werdegänge an. Also, ich bin. Will ich mir die überhaupt anhören, frage ich mich gerade. Halt. Ab als ich 7 war, habe ich Fußball angefangen als Hobby erstmal. Und bin ich mit 10 in dieser, diese Mannschaft C-Jugend einfach angemeldet. Also habe ich da Probetraining gemacht. In Südkorea oder in Deutschland? Ja, und da habe ich angefangen, also mit 11, also 10 oder 11, 10. Mit 10 habe ich angefangen, also in Korea. Damals habe ich Argentinien, also. Ich mach weiter, ja. Fußball, also Fußballcampus gemacht und 2 Monate auch in Brasilien zum Beispiel. Und auch in Deutschland auch und Spanien war ich auch. Und dann habe ich mal entschieden, dass ich auch in Deutschland mal Fußball spielen möchte. Habe ich auch mit Berater zusammen geredet. Aber habe ich auch da Probetraining gemacht, wie ich gesagt habe, mit 14. Aber das hat eigentlich nicht so gut geklappt, weil ich alleine nach Deutschland umziehen ist ein bisschen schwer. Deswegen habe ich, und dann die U18, U19 bei diesen Gerade-Mannschaft hat mir Angebot gegeben, dass ich wieder hier kommen möchte. Und der Trainer ist so hochgezogen von diesem C-Jugend, als ich damals gespielt habe. Und dann ich finde den Trainer eigentlich okay. Also der Cheftrainer. Und dann viel zu viel auch schon wieder, ne? Habe ich da hingewechselt. Ich verstehe auch gar nichts, das ist ein Bahnhof. Und dann habe ich ich check auch gar nichts. Mal mit ersten Mannschaft auch zusammengespielt und trainiert und so halt. Aber damals hatte ich mit 19 hatte ich erstmal Kreuzbandriss und dann damals musste ich erstmal 8 Monate Pause machen. Und wir haben auch gerade zweite Mannschaft. Aber zweite Mannschaft gibt es keine Liga gerade angemeldet. Deswegen wir spielen nur gegen Universität Fußballverein, also Fußballmannschaften. Aber trainiere ich auch erste Mannschaft mit. Und jetzt gerade trainiere ich gerade auch zweite Mannschaft, spiele ich auch da, weil ich muss erstmal so ein bisschen mehr fit machen sollte. Also deswegen mache ich auch. Was verdient man so erste Liga Südkorea? Also erste Liga, wir haben so Mindestwert. Wenn man so 18, 19 sind, muss man mindestens jedes Jahr so 18.000 Euro Mindestwert Grundgeld bekommen. Also im Jahr. Und da mindestens 18.000. Ja, das ist. Das sind 1.500 im Monat mindestens. Das ist ein Dritte. Plus kommt noch Sieg Premium. Also Sieg Premium war vorher unbegrenzt. Aber nach der Corona-Zeit, in Korea Fußballverein hat das geregelt, dass die maximal 800 Euro bekommen soll. Also als Sieg Premium. Und dann als Spielpremium, das ist jeder Spieler was anderes. Also bei mir halt Jugend. Oder ich mach weiter, ich verstehe gar nicht, weil gerade kein paar Mannschaften. Eddie an. Also ich habe relativ simpel angefangen mit 3 Jahren. Hab bei uns in Bremerhaven gespielt, Tuspuso Heide heißt der Verein. Und bin dann recht so mit 12, 13 Jahren hat Werder mich geholt und hab dann die komplette Jugend da gespielt. Von U13 bis U14 und dann hoch bis zur U23. Im letzten Jahr U23 hatte ich noch Vertrag. Sie sind aufgestiegen in die dritte Liga und dann kam die Verletzung. Und ja, nachdem ich wieder fit wurde, Reha hatte, bin ich nach Oberneuland gewechselt. Da hatte ich auch gegen Hofmann gespielt im DFB-Pokal. Und ja, dann ging es weiter. Dann bin ich nach Kosovo gewechselt in die erste Liga, habe dort 1 Jahr gespielt und bin nach einem Jahr wieder zurückgekommen. War jetzt zuletzt in Ingolstadt, FC Ingolstadt. Und bin jetzt zurück nach Bremerhaven gezogen und dann kam das irgendwie in Frage, dass ich zu Werder wechsle. Sie sind auch gerade aufgestiegen in die Regionalliga und das hat gepasst. Ihr habt auch 2 Spieler, die gut getroffen haben bei euch in der Mannschaft. Mike Lukovic und Imar Suen. Wer war der Trainer in Ingolstadt? Wir hatten relativ, also in einem Jahr hatten wir glaube ich 3 Trainer. Angefangen mit Alex Kees, dann Michael Kölner hatten wir ganz lange
Ja, und bei dem dritten Capretti, da bin ich dann rausgegangen. War Michael Kölner schon davor irgendwo Trainer? Bei 1860, ja. Noch irgendwo? Was? Nürnberg, glaube ich. Ich glaube, das ist eine Legende von Nürnberg. Wenn ich mich nicht irre. Danke dir, Eddie. Ja? Also easy. Ich habe bis zu U15 bei mir im Dorf, also bis zu U14 bei mir im Dorf gespielt. Dann bin ich zu einem etwas höheren Gänsehaut. Verein gewechselt, SC Westköln heißt der. Habe ich da ein Jahr auch gespielt. Bin dann zu U15 zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Habe dann bis zu U19 da gespielt. Und dann bin ich zu Fortuna Köln gewechselt. Nach dem Schritt von Fortuna Köln bin ich zum 1. FC Düren gewechselt für 2 Jahre. Ich lachen muss. Und in diesem Sommer wurde ich dann von Aachen verpflichtet, habe dann mein Drittliga-Debüt gegeben. Und von da bin ich im Deadline-Day noch zu Borussia Mönchengladbach zur Leihe gewechselt. Warum? Weil ich nicht so viel gespielt habe. Und bei Gladbach kriegst du jetzt mehr Einsätze? Ja. Dann spielst du mit Julian Korb zusammen, ne? Richtig. Was ist der Julian so für ein Typ? Ein sehr herzlich lieber Typ und der macht auch gerne mal Späße so. Ja. So allgemein eigentlich. Ja, ja. Ja, aber was willst du denn zu Juli sagen? Wer ist eigentlich euer Kapitän? Michel Lieder. Ist so? Du guckst. Ich hab keine Ahnung. Wo ist eure Kabine im Stadion? Die ist, wenn du hinten durchgehst, also vom Stadion reinkommst und dann komplett hinten durchgehst, dann ist der Stadion-Tunnel da. Wenn du ins Stadion reingehst, dann gehst du nochmal rüber auf der linken Seite. Der Mann weiß schon was, ne? Der weiß was. Eddie wusste auch da. Ich spiele ja auch da. Das Gesicht kann nicht lügen, oder? I think he's answered a lot of journalists' questions well, from what I. But maybe he's a big fan. I don't know. Ja, lacht die ganze Zeit. No questions. I think I believe you. My brother. So we need to choose one. Yeah, we have to pick one out. Danke schön, ja? Gerne. Nathan, if you are ready, you can start. Digga, er hat mit beiden Knien den Ball angenommen. Ich wähle ihn niemals. Niemals spielt er Regionalliga. Falls doch, krass. I said, young man is out. I think. Bruder, für mich ist ganz klar Mert. Ganz klar Schalke, Mert. A lot of the stories. I didn't understand, but I didn't feel convinced. Ich gehe mit Mert bis jetzt, 100%. That, you know, it was that, nicht krass, aber ich bleib bei Mert. It was correct. And then some of the passes and the crosses, I think if you're like professional like you said, I would like when I looked at these two I saw a bit more. And I didn't see it with you, so I say young man, it's got to go. Ich habe auch young man. Ich finde auch die Pässe nach außen, da waren alle drei so, bei den anderen zwei ist schon Technik gesehen. Bei Eddie war die beste Technik und da war schon ein Unterschied da. Der Rest war so, glaube ich, okay, aber ja, hat mich nicht so richtig überzeugt und die Geschichte ist auch. Ist wild, sage ich ja, ist wild. Mm. Irgendwie auch durcheinander, ich weiß nicht. Kann stimmen, weil es vielleicht zu wild ist, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei, deshalb tut mir leid, Jongmin. Yeah, I go also to Jongmin. I think. Ich war auch so unzufrieden, weil ich habe auch genau so hier in der Mitte englisch Bälle auch so alle drei Bälle auch getroffen. Und bin ich auch sehr gute Flanke gemacht. Und eigentlich die allen Flanke sind auch so gut angekommen. Aber muss ich das natürlich also akzeptieren, wie die das entschieden haben. Also ich persönlich habe ich eigentlich heute gut, also meine Leistung gut gezeigt. Schau mal rein. Eddie. Please. No. Oh, das hat aber gut gemacht. Das macht er verdammt clean, Alter. Das war verdammt clean. Hey. Aber er hat auch gut verteidigt. But also Eddie defend not bad. Not bad. Das Ding ist, wir wollten ihn in erste Runde rauswählen. Jetzt steht er hier. Ja, und jetzt steht er hier und. Watch, he's looking at his eyes. Bravo. Striker's tackle.
Ja, ist vorbei, ist vorbei. Mach noch zwei Stück und dann tauscht ihr, ja? Gute Bälle, Alter Schwede. Ich sag mal so, aber sein 1 gegen 1 ist schon nicht schlecht, Digga, ja. Er macht schon gute Bewegungen. Das ist einfach nur dich. Nee, ist gut. Ich glaube nicht, dass er bei... Als ob er bei Gladbach spielt, Bruder, ja? Last ball and then change. Street Football. Was für eine leckere Bälle, ey. Mal, ey. Oh, Mahrez. Nee, Digga, ich... Nee. Auch wenn seine Bewegung echt gut war... Nee, Mann, ich bleib bei Mert, ich schwöre. Och, knapp. Ah. Ruhig. Ja, jetzt. Oh. Nee. Aber ich mag Eddie. Oder dass er im Finale ist, ist... Gänsehaut, ey. Boah, ist gut, ey. Both legs, ey. Der ist richtig gut, Eddie. Ist krank. Er strahlt das aus irgendwie, keine Ahnung. Ich hab eine ganz andere Meinung, ne? Gute Annahme. Vielleicht bin ich einfach der Blinde, sorry. Vielleicht bin wirklich ich einfach der Blinde. Ah, okay, so okay. Letzter und dann ist fertig, ja? Dann können alle auf Position. Eddie, jetzt oder nie? Dein Moment. Ich kann nicht mehr, Digga. No. Schlechte Bälle jetzt. Der hat vier schlechte Bälle gespielt. Ja. Bruder. Ja, ja, mach weiter. Mach ihn, bitte, mach ihn noch. Ich kann nicht mehr, Bruder. Nein, das war zu viel. Aber der hat schon gut am... Also Gänsehaut, Bruder. Gute Beine, ja, ja. Hochhalten, ja? Ohne Oberschenkel und Kopf, ne? Ja, nur Brust und Fuß. Zwei Kontakte gegenüber. Ready? Gucken wir uns mal an. Die sind beide gut, guck mal. He said no. So. You see? He took the ball and said it was my mistake. This is a pro who do this. Die machen es aber nicht. He said no. Why start with the... Es ist wirklich trocken, Bruder, ich kann nicht. Er ist tired. Ah, für mich ist Eddie. Aber... Eddie ist es. Ja, ja, guck auch seinen Fuß, wie er den festmacht. Guck, ja. Okay, komm. Also, ich sage euch ganz ehrlich, für mich sogar eine klare Nummer. Für mich eine klare Nummer sogar. Es ist für mich eine klare Nummer, dass es Mert ist. Schalke 04. Der Pro ist Eddie. Definitiv. Einfach, man hat... Wenn nicht, krass, dann habe ich mich getäuscht. Ein Gespür so ein bisschen, also sorry, wie er sich gibt, wie er läuft, aber auch die Technik. Man hat auch beim zwei Kontakte, finde ich, man merkt auch schon, er macht den Fuß fest, wenn er einen Ball rüber spielt. So ein paar Details haben mich einfach überzeugt am Ende und ich glaube, er ist es. Es ist crazy, die Calls von der Jury. Nein, nicht 24er, ich kann mich auch täuschen. Kiel und noch einer hat gesagt 5 Subs, das heißt 10 Subs kriege ich. I agree with Jonas. I go with Edison. Also von denen keiner von beiden im Finale war es. Der war nach zweimal 1 gegen 1 tot. Nach zweimal Finale war er tot, der andere. Der Easy. Ismail. I like his attitude, his skill. And Isma made me doubt until the end, but I think Edison is the pro. Ich will gleich 10 Subs reingeflattert sehen. Falls ich recht habe. Ja, stimme ich 100% zu. Ich gehe auch mit Edison. Ismail hat sich sehr, sehr weit gekämpft bis hier ins Finale, obwohl er erste Runde auch raus war eigentlich. Aber so,
die Bälle, die er gespielt hat, die waren für Mann, mich bei... Mann, wir reden hier, ey, Edison war nicht schlecht. Der war in Ordnung, hat gute englische Bälle gemacht. Ja, Übersteiger nicht schlecht, aber wir reden hier von einem Pro, der in einer Pro-Liga spielt. Und das reicht definitiv nicht. Niemals, in keiner Welt. Edison nochmal so... Einfach, das war schön anzugucken. Ich bin mir so sicher eigentlich. Du hast echt eine gewisse Ausstrahlung. Die kommt schon sehr, sehr stark rüber hier. Deshalb auch für mich, Edison. Me also, I think Eddie is the pro. It was mainly from the finishing, because he said he's a striker. The way he would do the movement and put the ball in the goal is... Und Bruder, und auch so, wie die, warum die diesen Mert auch rausgeworfen haben, ohne Begründung. A lot of the things strikers should do, so. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Mal gucken, wir sehen jetzt gleich. Da darf unser Pro-Spieler bitte nach vorne kommen. Nein! Yeah, wait. Nein! Das gibt's nicht, ey. Das gibt's also. Nicht. Krass. Okay, bleib. Das gibt's nicht. Bei dir wirklich? Arsch. Das war... What? Er war im Finale nach zwei Runden K.O. Die Story, dass wir den zuerst haben wir überlegt und dann ist krass. Das doch... Bei dir alles war, du... Alles war. Du bist... Wow. Macht mal Subchat aus. Krass. Ich bin richtig baff. Boah. Bruder, er hat mit Schienbein und mit Knie angenommen. Ich bin komplett baff. Und jetzt seht ihr mal endlich mal einmal, dass ich nicht vorher gucke. Ich bin auch komplett schock, ne? Ich schwöre, ich kann's nicht glauben, Digga. Ich bin so baff. Jungs, er hat im Finale nach 2-1 gegen 1 hat er zu seinem Mitspieler gesagt, Bruder, ich kann nicht mehr. Er hat mit Schienbein angenommen und mit Knie angenommen. Auch ausgeliehen von Alemannia Aachen, dritte Liga, ist auch Drittliga-Einsatz gehabt und jetzt bei Borussia Mönchengladbach. Bei den Profis auch mittrainiert, bei Kleindienst und Co. Aber er hat es gerade noch gesagt, er hat Bedenken. Er überlegt. Was hast du dir gedacht, als du erste Runde kurz vorm Rollen? Digga, merkt euch mal bitte, eine Stunde und eins. Das ist sehr, sehr clean. Ah, Schuss in den Boden gehauen. For you know? Ich hab das Gefühl, der nimmt. That was what? Yeah. Nickname. Oh, Ismail, ne? No, Ismail. Ja, richtig. I think he's not a pro. But then I didn't think that with Jungmin and he's surprising. Easy auch okay für dich? Ja, kannst du auch machen. Top, easy. Kannst du anfangen? That's easy for him, is that? No, Nickname. Ah. Oh, das aber nicht jetzt. Oh, das sieht gar nicht clean aus. Das war der Schwächste von allen, ja, oder? Ich jetzt, ja. Ich bin komplett geschockt, ich schwöre. No. First one to say no. Maybe he's nervous, but... Yeah. Okay. Ach, Edison meinte im Finale, ich kann nicht mehr, okay. Digga, das ist der absolute Beweis, dass so eine Übung, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich schwöre, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nee, ich bin halt Spaß halten. Ja, natürlich, das wollte ich gerade sagen. Spiel und Challenge ist nochmal was ganz anderes. Ich weiß, Chat, aber Bruder, man muss doch ein bisschen sehen. Ja, besser, jetzt wird er besser. Weil der jetzt macht das gut, ne? War nicht schlecht. Digga, die haben ihn einfach ausgelacht. Ja. Jetzt da drin. 2022, 23 mit Düren, 44 Spiele, 10 Tore. Ja, von mir noch. Nein, Bruder, der spielt dritte Liga. Oder hat Profivertrag. Der macht mich frisch. Aber ich bin baff. For you know? Ich hab das Gefühl, der nimmt's zu leicht. Digga, das sieht er nicht. Also, weiß ich, ich bin richtig perplex, also ich komme auf diese Entscheidung gar nicht klar. Nicht so, der macht zu. Das war nix. Krass.
Das war nix, ne? No, von Mino. Jan! Aber der hat. Bruder, ich dachte, er ist irgendwie ein Groupie oder Fan oder hat sich vorher informiert. Ja, es ist locker, Bruder, aber trotzdem sieht es. Du kannst mir doch nicht sagen. Jetzt da drin. Selbst wenn das locker ist. Oh. Maybe he's nervous, but. Yeah. Die Jury lacht ihn einfach aus. Wie heißt. Heißt das nicht Groupie-mäßig? Groupie ist doch jemand, der so. Mann, der so Fan ist von der Mannschaft, so richtig extrem. Dann hab ich das falsche Wort benutzt, sorry. Ich meine so jemand, der so richtig, der keine Ahnung, sich informiert hat, der Fan ist von dem Verein, der vielleicht in der Jugend da 2 Jahre gespielt hat und deshalb das weiß. Sorry. Ja, hab ich falsche Wort benutzt, tut mir leid. Sorry, easy, Bruder, das war falsch. Okay. Einfach die Jury lacht ihn aus. Bruder, Teller lacht ihn einfach aus. Nicht mehr Spaß halten. Kann besser, jetzt wird er besser. Nein, ja, nicht Kreisligaspieler. Ey, versteht doch mal dieses Format. Wir reden hier Feind the Pro. Ich habe doch nie gesagt, dass er schlecht ist. Sein 1 gegen 1 war richtig gut gewesen. Aber nicht so, dass ich denke, er ist Profi. Ja, nur darum geht's. Ja, Nico, ich hätte nicht gedacht, dass mit diesem Bewegungsablauf, dass er bei Gladbach spielt. Oh, weil der jetzt macht das halt. Weil guck mal. Oh, this is the guy. Erst. For under 23? Under 19. Ich küsse doch Herz, guck mal, Mert. Ey. War auch sauber, ne? Ah. Bab, ja, Bab. Guck mal, das ist sauber. Bruder, das ist richtig sauber. Und jetzt kommen wir nochmal hin. Boah, das ist so clean. Okay. Ja, Mann. Junge, er ist der Pro. Ey, he's Pro. Krass. Er ist anders clean. Er ist anders. Also, heute habe ich mich echt extrem getäuscht, ne? Wir gucken mal kurz weiter, erstmal am Ende. Auch ausgeliehen von Alemannia Aachen, dritte Liga, ist auch Drittliga-Einsatz gehabt. Und jetzt bei Borussia Mönchengladbach. Bei den Profis auch mittrainiert. Bei Kleindienst und Co. Hat auch bei den Profis mittrainiert. Aber er hat es gerade noch gesagt, er hat Bedenken. Er überlegt. Was hast du dir gedacht, als du erste Runde kurz vorm Rauschmiss warst? Was hast du? Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, komm, ich komme hier hin, hab meinen Spaß und dann so, ob ich erste Runde rausgewählt werden soll, also werde, dann davon geht die Welt auch nicht unter. Deswegen habe ich mir. Aber sympathischer Junge, richtig sympathisch. Jetzt nicht so groß. Aber du bist ja bis ins Finale trotzdem noch gekommen. War wirklich ein enges Ding ohne. Digga, er ist mit Buzzer. Er ist mit Buzzer weitergekommen. Scheiß. Wir wären fast drauf gekommen, dass du es bist. Ich habe mir gedacht. Bistilon, aber Bruder, man sieht schon die Ansätze. Man sieht schon die Dribbling und sowas alles. Ich dachte, dass die Fragen vorher kommen. Deswegen habe ich noch ein bisschen kalmer gemacht. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich. Danke dir, Ismail. Ja. Hören wir jetzt ganz kurz Eddie an. Eddie, wo spielst du noch? Das interessiert. Bei mir war es alles so, nur dass ich jetzt Oberliga spiele. Sonst hat alles gepasst. Hat gepasst. Ich habe ganze Jugend bei Werder gespielt. Dann bin ich verletzt gewesen und bin dann zum Fitwerden. Boah, ich bin so baff, ne? Krank. Dann war ich da. Kranke Folge. Bei der Regionalliga Oberneuland. Und dann war ich in Kosovo in der ersten Liga. Und als ich zurück. Stellt mal vor, Erin hätte nicht gefragt. Er wäre einfach. Er wäre direkt raus. Abau! Einfach, Erin hat ihn gerettet. Oh mein Gott. Komm, bin nach Ingolstadt und. Das wäre das erste Mal, dass ein Profi direkt raus. Erin hat ihn einfach gerettet. Jetzt Oberliga. Aber sehr, sehr guter Spiel. Ja, du bist aber nicht 23. Nein, ich bin 26. 98er. Danke dir, ja. Ganz kurz, hören wir uns alle an, natürlich an, ganz kurz. Österreich erste Liga kennen. Ja, also da habe ich begonnen gehabt in der Akademie, ne? Bei Austria Wien. Aber ich war jetzt vor 3 Jahren war ich noch Profi in Bulgarien in der ersten Liga. Und jetzt seit 3 Jahren nicht mehr Profi und spiele halt dementsprechend jetzt in den Oberligen und mache eine Ausbildung nebenbei.
Jongmin. Ich spiele gerade bei Concordia Wimmerhaus in Bochum. Also wir sind in der Oberliga Westfalen. Und also wir sind von letzter Saison von der Westfalenliga, also Westfalenliga in die Oberliga aufgestiegen. Ja, wir gucken danach auf jeden Fall kurz Transfermarkt. Also. Aber du warst in Korea, deine Story hat gestimmt. Genau, so. Genau, diesen ist gerade, die ich erzählt habe, diesen Mannschaft habe ich C-Jugend gespielt, habe ich auch mit ersten Mannschaft, also mit trainiert. Ich schwöre, wir haben noch gelacht, dass er dann 1 gegen 1 will. Bruder, was war das für eine Folge, ja? Und erste Mannschaft gehe ich auch hoch jede. Liga und jetzt gerade, zweites Seniorenjahr spiele ich gerade in der Oberliga. Danke dir, ja? Danke. Auf jeden Fall, ich spiele jetzt bei Rot-Weiß Aalen in der U19. Und erste Mannschaft gehe ich auch hoch jede Woche einmal zum Training mit Tanku zusammen. Mit Tanku, ich wollte ja, sagen. Genau. Und Nationalspieler bin ich auch in der U19 von Bulgarien. Ah, du bist U19 Nationalspieler Bulgarien? Ja. Stark. Und das war's dann auch. Holstein Kiel war das, ne? In der Jugend habe ich immer bei meinem Dorfverein gespielt. Ist das krass. Noxi, mein Bruder, schlaf gut. Hat dann schon mit 17 der Landes. Ich sag euch ehrlich, lieber so eine Folge, lieber ich hab nicht richtig. Und du hast so ein Ende. Krass. Geil. Hannover gespielt in Herren. Geil. Bin dann sehr, sehr cool. In die Regionalliga gegangen. Geile Folge. Ein halbes Jahr gespielt und spiele jetzt in der Bremenliga bei Brinkum. Stark. Danke, Liebster. Danke, danke. Ja, grüß euch. Chocks, mein Bruder. Ich bin nicht der Profi. Ich habe zwar bei VfL Bochum. Lan, du hast ihn einfach gerettet, ich schwöre. Wärst du nicht da gewesen, er wäre einfach raus. Und er hat einfach gelacht und wäre rausgegangen. Gespielt, aber in der Jugend von U11 bis U13. Jetzt bin ich in der Oberliga am Kicken. Ich bin auch nicht 23. Er spielt auch Oberliga. Allah, ich habe viel falsch gemacht in meinem Leben, ja. Ich habe viel falsch gemacht in meinem Leben. Ach, Bruder, lass mal. Ich habe viel falsch gemacht. Scheiß drauf, Mann. Scheiß drauf, Mann. Ich bin kacke. Ich bin schlecht im Fußball. Jetzt ist es raus. Ha! Jetzt ist es raus. Ich bin schlecht im Fußball. So, jetzt ist es raus. Fix und fertig, ich bin schlecht im Fußball. Ich bin 21 Jahre alt und ja. Wo zockst du, welche Mannschaft? Fintrop Barmenol. Ist so ein Dorf, aber seit 5 Jahren in der Oberliga. Einfach seit 5 Jahren in der Oberliga, Bruder. Ah, Digga. Das ist mein erstes Jahr dort und 6 Spiele, 6 Scorer, also ist eine gute... 6 Spiele, 6 Scorer. Alter, das ist doch, ich schwöre, ich bin gerade baff, ja. Ich mache irgendwas falsch. Ich sag euch ehrlich, ich bin schlecht. Ich bin schlecht, Bruder. Und ich habe auch keine Ahnung, ich habe kein Wissen mehr. Saison. Top, danke dir, ja. Justin Sauermilch, den Namen werde ich nicht vergessen. Ja, Männers, ich bin nicht der Profi. ich fange mal vorne an. Ich bin eigentlich aus dem Dorf. Also ich komme aus dem Dorf, habe nur Niedersachsenliga gespielt. Und die Zeiten haben sich geändert. Bruder, er ist einfach Oberliga. Ich schwöre krank. Hab dann im ersten Herrenjahr in der Oberliga Niedersachsen angegriffen. Hab's dann geschafft, jetzt in den letzten 2 Jahren Regionalliga Nord zu spielen. Auch Stammspieler beim Bremer SV. Aufsteiger sind ja immer noch da. Bin jetzt in diesem Sommer zum Heslinger SC gewechselt. Also spiele mit Edison zusammen in der Mannschaft. Danke dir, ja. Ich bin der Phil Wohlfall, bin 17 Jahre alt. Spiele beim SC Waldgürmis in der U19 Hessenliga. Und, ja. Hast stark gemacht, wirklich. Siehst auch aus wie ein gestandener Herrentorwart, muss ich sagen. Also wirklich stark. Stimmt, ja. Schon. Ja, also ich trainiere 2-mal die Woche bei der ersten eigentlich mit. Die spielen auch Hessenliga, ist quasi wie Oberliga hier. Und ja. Danke dir, ja. Thank you, good saves. Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Wir sind. Ich schwöre, ich will die Kommentare sehen. Boah. Er wird doch bestimmt sowieso meist Ismail, ist direkt auf Platz 1. Digga, der Nummer 7. 4 Spiele, eine Vorlage. Marok, 22 Jahre. Der Junge muss einfach irgendwie... Er hat wirklich, glaube ich, einfach zu locker gemacht. Ich glaube, er hat zu locker gemacht. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Letztes Jahr Regionalliga West. Semi, moin. 32 Spiele, 7 Tore, 7 Assist. Krank. Heute habe ich mich das erste Mal extrem getäuscht. Ja, aber Bruder, also
Guck mal, wollen wir ehrlich sein zu uns, sind wir alle ehrlich zu uns selber? Nach seinem Dribbling hat selbst die Jury gelacht. Ihr hättet niemals gedacht, Chat, dass er der Profi ist. Seid ehrlich. Ich war auch nicht richtig heute. Ja, natürlich passiert es, aber hä? Es geht doch gar nicht darum, ob es passiert oder nicht, Mann. Wenn man viermal dribbelt und viermal sieht es nicht sauber aus, dann denkt man, er ist nicht der Profi. Darum geht's doch. Ich rede gerade von der ersten Runde, nicht die Fragen. Wo ist der andere hier, der in Oberliga spielt? Er denn? Will ich mal sehen, zeig mal den Oberliga. Die beiden. Kennt ihr den Mann hier? Kopa. Ja. Top 10, Junge. Wie hieß der Allen? Ich hab vergessen, wie er hieß. Ist das krass. Ist das krass, Oberliga. Er hat 8 Spiele, 5 Scorer. Holla, einfach Oberliga. Krank. Er ist richtig stabil. Digga, 8 Spiele, 5 Scorer, richtig stabil. Abdul muss Trainer sein. Alter. Ich bin fassungslos, ich schwöre.